Liebe Genossinnen und Genossen, Ute Brückner, Delegiertennummer 133. Ich bin jahrelang in der Kommunalpolitik tätig und mir macht es nach wie vor Freude. Ich möchte mich auch bei den ganzen Genossen bedanken, die sich dort eingebracht haben, die das Rahmenwahlprogramm geschrieben haben. Mir liegen zwei Dinge am Herzen, die ich denke, dass die auch fast in allen Orten oder zumindest in vielen Orten zum Tragen kommen könnten. Mir geht es einmal um die Schulspeisung, weil ganz einfach, das ist ein Punkt, wo wir feststellen in der Kommunalpolitik, dass immer weniger Eltern ihre Kinder zur Schulspeisung oder im Kindergarten anmelden. Die Preise sind dermaßen gestiegen, von der Qualität kann man nicht immer das aussagen, was eigentlich gut für die Kinder wäre. Dass sie ein gesundes Essen haben, was vielleicht noch im Haus gekocht wird, das hat sich alles geändert. Und je weniger Kinder im Prinzip mitessen, die haben dann Süßigkeiten mit in der Schule oder im Kindergarten, das ist eine ganz wichtige Sache. Wir sollten uns dort stark machen und sagen, solange das möglich ist, sollen Varianten gefunden werden, wie die Schulspeisung qualitativ gut ist und bezahlbar ist, wenn es über Vereine ist oder über andere Sachen. Wir haben erlebt, dass das die Menschen bewegt, dass zum Beispiel in Wilka-Haslau wurde drum gekämpft, dort sollte auch das Schulessen verändert werden. Das sind richtige Probleme, was Eltern bewirkt und was Eltern auf die Barrikaden treibt. Und es geht um die Zukunft der Kinder. Und ein zweiter Punkt, den ich einbringen möchte, Betreuungsschlüssel. Wir hatten in Zwickau einen Zwickauer Schlüssel zur Betreuung. Wir hatten das eingeführt, das heißt, wir haben es geschafft, Mehrheiten zu finden. War unser Antrag von der Linken, wir haben das in dem Haushaltsauseinandersetzungsprogramm geschafft, dass wir gesagt haben, das ist uns wichtig. Mittlerweile hat das Land Sachsen nachgezogen, aber der Betreuungsschlüssel in den Kitas ist noch lange nicht so, dass man sagen kann, dass die Qualität so ist, wie die Eltern das sich wünschen. Und ich denke, das könnte noch eine Sache sein, die einfach in vielen Gemeinden eine Rolle spielt. Abgesehen davon, dass es nicht genügend pädagogische Fachkräfte gibt, dass dort einfach viele Chancen für die Kinder vertan werden, schon von Anfang an. Und das sollte uns ganz wichtig sein, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir vielleicht dort das mit reinnehmen in den Orten, wo das möglich ist, dass wir uns absprechen mit anderen, gemeinsam Bündnisse machen, dass wir dort ein Stück vorankommen. Dankeschön.